Also jeder Fehler war eigentlich entweder mit wörtlicher Bestrafung, sprich seelischer Bestrafung, oder dann auch natürlich mit Gewaltbestrafung. Als Kind wird Romy Stangl wegen Kleinigkeiten geschlagen. Liebe und Verständnis lernt sie nicht kennen. Mein Vater hat viel getrunken, hat vor der gesamten Familie mich verprügelt. Also die Familie saß im Wohnzimmer und hat das Ganze mitgesehen. Weder als Kind noch als Jugendliche bekommt sie Hilfe. Sie weiß nicht, wo sie sich hinwenden könnte. Nach der Schule zieht sie von zu Hause aus, macht eine Ausbildung, findet Arbeit. Doch dann verliebt sie sich in einen Mann, der sich nach und nach als gewalttätig entpuppt. Als die ersten körperlichen Attacken begannen, es war eine Form von Nähe für mich. Doch ihr Partner wird immer eifersüchtiger, sperrt sie ein und nimmt ihr das Telefon weg. Schließlich eskaliert die Gewalt. Aber sie traut sich nicht, Hilfe zu holen. Weil ich auch nicht wusste, wie ich mich verhalten sollte, wo kann ich mich hinwenden. Ich hätte auch nicht die Idee gehabt, die Polizei zu rufen. Die Idee wäre mir nicht gekommen. Eingesperrt und bedroht. Viele Frauen erleben das insbesondere während des Lockdowns. Dauerhaft mit der Familie oder der Partnerin oder dem Partner in der Wohnung, oft auf engem Raum, Schule zu, Firma zu, dann vielleicht noch Angst um den Job und die Gesundheit, das bedeutet Stress. Und noch mehr Gewalt in Familien und Partnerschaften. Frauenhäuser und Opferinitiativen haben das beobachtet. Aber wie viele Familien davon während der Ausgangsbeschränkungen tatsächlich betroffen waren, weiß natürlich niemand. Denn oft gehen Opfer nicht zur Polizei und nutzen auch keine Hilfsangebote. Ein Team von ForscherInnen wollte mehr darüber wissen. 8 Wochen mit strengen Ausgangsbeschränkungen. Was ist in dieser Zeit hinter den verschlossenen Türen in den Familien geschehen? An der Hochschule für Politik will Janina Steinert das herausfinden. Sie ließ 4000 Frauen anonym befragen, mit erschreckenden Ergebnissen. Fast 7% der Befragten erlebten im April oder Mai körperliche oder sexuelle Gewalt. Und für Frauen und Kinder in häuslicher Quarantäne war es noch schlimmer. Wenn wir uns speziell die Frauen anschauen, die in Selbstquarantäne waren, sehen wir, dass hier 8% knapp von einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem Partner berichten. Wir sehen, dass hier auch Gewalt gegen Kinder höher lag bei 10,5% und 7% der Frauen in Quarantäne gaben an, dass sie sich bedroht fühlten von dem Partner. Nur wenige Frauen meldeten sich bei den Beratungsstellen. Und nur 2% kannten das Codewort Maske 19. Damit hätten sie Hilfe in Apotheken bekommen. Und das, würde ich sagen, war eines der Ergebnisse der Studie, das mich am meisten schockiert hatte. Auch die Münchner Beratungsstelle Frauenhilfe berichtet, dass der Lockdown die Kontaktaufnahme für die Frauen stark erschwert hatte. Vor 14 Jahren konnte Romy Stangl nur fliehen, weil die Kindergärtnerin ihres 4-jährigen Sohnes entschlossen reagierte. Also sie hat die Verletzung gesehen und gesagt hat, wir setzen sie jetzt ins Auto und fahren sie ins Frauenhaus. Es war ein langer Weg raus aus der emotionalen Abhängigkeit, aber Romy Stangl hat es geschafft. Sie arbeitet als Fotomodell und setzt sich öffentlich gegen Gewalt an Frauen ein. Um Hilfsangebote bekannter zu machen, hat sie eine Infokarte gestaltet, die kostenlos verteilt wird. Wir bräuchten einen dringenden Ausbau der Hilfsangebote, die schon bestehen. Das heißt personelle Aufstockung, dass man wirklich Finanzen in die Hand nimmt, um dort neue Stellen zu schaffen. Und auch auf die aktuelle Situation der Corona-Krise bezogen, dass einfach die Online-Möglichkeiten auch angepasst werden. Corona hat die Not vieler Frauen verschärft. Aber auch ohne Lockdown gibt es zu viele Betroffene. Wenn Sie sich selbst bedroht fühlen oder das Gefühl haben, jemand im Kreis Ihrer Freunde oder Familie ist Opfer von Gewalt, dann holen Sie sich Unterstützung. Auf hilfetelefon.de können Sie sich zum Beispiel kostenlos entweder im Online-Chat oder per E-Mail beraten lassen. Oder Sie rufen an unter der Nummer 08000 116 016.